Jetzt sind wir in dem Haus vom Film oben. Das muss doch Ewigkeiten gedauert haben. Aber wie cool sind denn diese Ideen hier? Wie cool ist denn das hier gemacht? Das ist ja der absolute Wahnsinn. Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Adania. Es hat gerade aufgehört zu regnen. Oh mein Gott, das ist doch... Das ist das Zeichen schlechthin, dass ich jetzt endlich loslegen soll. Ja, wunderbar. Es hat Stunden gerade geregnet. Stunden. Ich meine, ich stehe hier seit Stunden und dachte mir, okay, am Anfang noch so, warte gerade noch, bis der Regen aufhört, aber er hat nicht aufgehört. Ich dachte, er hört niemals auf. Und plötzlich ist es vorbei. Ja, super. Super. Ich stehe hier vorm Portalhaus und heute schauen wir uns ein Grundstück an. Ich habe die Zufallsmaschine ein kleines bisschen überarbeitet. Das zeige ich euch auch gleich. So, erstmal gehen wir in die Ansicht hier. Schauen uns das Ganze nochmal an. Hier vor dem Portalhaus, das hier ist ein anderer Eingang. Hier vorne sind die Regeln erklärt. Und hier landet man auch, wenn man /Portal eingibt. Ja, die Regeln sollten allen bekannt sein. Hier haben wir nochmal die Warps. Das finde ich eigentlich ganz praktisch. Und das sind die Warps, die man auch über das Menü erreichen könnte. Aber hier ganz praktisch einfach, man klickt auf ihn drauf und kann sich hier so eins aussuchen. Hier zwischen Spielerportalen. Zum Essensspender, in die Kreativwelt, Gildenhäuser, hier Spielerportal, boing, landet man hier. Ja. Finde ich gut. Und hier vorne kann man auch ein bisschen was kaufen. Und zwar so Köpfe, eine Enderperlenkopf, dann so ein Endportal, ein paar andere. Die kosten aber auch nur Smaragde. Und Smaragde sind ja massig da. Aber ich finde die Köpfe jetzt nicht ganz so prickelnd. Der hier, Ender Crystal, Ender Orb, ja, eher schon, ne? Der hat ein bisschen was. Nether Portal, meh. Eine Enderperle, ja, nee. Erstmal nicht, sparen wir uns die guten Smaragde. Ja, hier sehen wir die neue Stadt, Katringen. Hier werde ich auch nochmal in einem anderen Format durchlaufen, mir alles mal anschauen. Vermutlich mit dem Roadtrip werden wir dann hier durch Katringen tingeln. Und uns alles ganz genau anschauen. Und ich habe mir auch sagen lassen, ich weiß nicht, ob es schon drin ist, aber hier gibt es auch so ein bisschen was, ja, nicht nur zu entdecken, sondern auch richtig zu erleben. Also hier sollen auch so kleine Easter Eggs versteckt sein und. Die Stadt ist riesig, also viel Platz für so Easter Eggs. Bin ich mal gespannt, weil die Stadt sieht fantastisch aus, wirklich fantastisch. Da freue ich mich drauf. Aber jetzt soll es nicht um Katrin gehen. Jetzt geht es... nicht diesen Portalmeister. Ja, ein bisschen schon, ne? Hier, wenn man draufklickt. Mir ist auch ein kleiner Fehler aufgefallen. Hier sind die Portale 1 bis 12. Das ist ja überall immer gleich. 1 bis 12, 13 bis 38. Und hier steht 29 bis 54. Das soll wohl 39 bis 54 heißen. Ich habe auch schon ein Ticket erstellt, wie mir nahegelegt wurde. Ja, ist erstellt und sollte wohl bald behoben sein. Weil ich denke, 29 ist falsch. Ne? Das macht auch keinen Sinn. Ja, nicht? Sagst du auch, ne? Diese wunderbaren roten Lippen und diese große Brille. Ja, übrigens, diese großen Brillen sind ja wieder out. Die sind wieder out. Jetzt sind die schmalen, kleinen Brillen wieder in. Tja, da habe ich einen Trend so überhaupt gar nicht mitgemacht. Aber so ist es jetzt. Jetzt ist es wieder so, wie es vorher war, glaube ich. Kleine Brillen sind in Übersicht und wegfinden alle Portale. Ja, gut. Gehen wir rein und ich würde sagen, wenn wir uns jetzt hier in die Mitte von dem Portalhaus gestellt haben. So. Macht zwar wenig Sinn, man sollte eigentlich hinten bei diesem Kerl da stehen bleiben. Aber ich finde es hier so schön, ne? Hier gerade auch in der Mitte. Wow. Wow. Und jetzt schalten wir mal rüber zur Zufallsmaschine auf Rayak.de. Einen kurzen Moment. So, hier sind wir jetzt in der Zufallsmaschine. Könnt ihr auch benutzen auf Rayak.de/Zufallsmaschine. Mittlerweile dürftet ihr das ja wissen. Die musste ich ein kleines bisschen umbauen. So sieht das Ganze jetzt aus. Das hier sollte... alles in allem schon mal die allermeisten, ja nö, alle Portale, bis auf die ganz sicher nicht belegt sind, sollte diese Zufallsmaschine jetzt ein Portal liefern. Ich erkläre es kurz, also wer es noch gar nicht kennt mit der Zufallsmaschine, man kann hier mit Komma getrennt verschiedene Werte eintragen, die dann ausgewählt werden zufällig, eventuell, und dann startet man das Ganze und eine der drei Werte wird dann dementsprechend geliefert.
So, das Ganze geht dann auch mit 1 bis 100. Nur wenn man dann 1,2, 3, 4, 5, das dauert und das ist unpraktisch. Und vor allem, wenn es dann auf 1 bis 1000 geht, 1 bis 10.000, hat man keine Lust mehr. Also habe ich jetzt, das ist ganz neu, habe ich jetzt hier eine Subregion angelegt, eine Unterregion. Und hier habe ich jetzt eine Range. Man kann also einfach schreiben 1 bis 100 und dann wird das hier dementsprechend nachher aufgedrisselt zu 1, 2, 3 und so weiter. So, dem Ganzen kann man noch einen Präfix davor setzen und die Liste auch noch erweitern, indem man dahinter noch einen Wert schreibt und da sagt man dann 101 bis 199 zum Beispiel. Ja. So, und jetzt würde hier eine Liste entstehen, wo x1, x2, x3 bis x100 und dann noch y101, y102 und so weiter alles hintereinander steht. Das wird dann automatisch von dem System gemacht. Und wenn man hier startet, wird einer dieser Werte dann geliefert. Alles mit der gleichen Wahrscheinlichkeit. y152 wäre jetzt hier zum Beispiel gewählt. So, mit den Himmelsrichtungen. Es gibt also nicht nur dies mit dem Bindestrich, eine Range, sondern man sehe hier die Himmelsrichtungen, auch hier so einen Unterbereich, da kann man auch mit einem Querstrich, kann man da auch eine Auswahl reinbringen. Also man sagt entweder Norden oder Süd soll hier ausgewählt werden. Da könnte man auch endlos viele reinpacken, indem man hier noch mehr von diesen Graden und dann hier einfach irgendwas einträgt. So, und das Ganze hier macht dann nichts anderes, außer hier Nord und Süd auszuwählen, Bindestrich dazwischen zu setzen und West und Ost. So, und diese ganzen Konstellationen werden in die große Liste reingepackt, zudem noch Norden, Süden, Westen und Osten drangehangen. Und aus dieser großen Menge wird dann ein Wert zufällig ermittelt. Mal schauen, was kriegen wir? Nordwest, genau, so sieht's aus, Nordwest. So, und jetzt kann man das auch mit den Portalen verstehen. Also dasselbe haben wir hier noch mit den Bomben, dasselbe haben wir die WM-Spielergebnisse. Ah, das ist übrigens auch ganz gut. Hier wollte ich einfach nur alle Ergebnisse von 0,0 bis 5,5 wollte ich hier abgebildet haben. Und so macht man das einfach. Ich hatte sie vorher einfach alle in der großen Liste hier stehen. Mittlerweile ist es dann wirklich so einfach geworden. Aber jetzt haben wir ja die K.O.-Runde. Und in der K.O.-Runde gibt es keine Unentschieden mehr. Also wollte ich die Unentschieden alle rausholen. Das heißt, wir haben hier unten, die wir auch ausblenden können, eine Ausschlussliste. Und hier trage ich alle Werte rein, die nicht zufällig ermittelt werden sollen. Die werden ausgeschlossen. Also habe ich hier alle Unentschieden eingebracht. Das bedeutet, hier wird niemals ein Unentschieden rauskommen und maximal 5 zu 5 und minimal 0 zu 0. Minimal 0 zu 1, 1 zu 0. So, kein Unentschieden. Ja. Übrigens, by the way, wenn ihr ein Tippspiel im Büro habt, das Ding hier liefert fantastische Werte. Also, das Ding hier liefert bessere Werte, als ich sie getippt habe. Ja. Nur mal meine Empfehlung, also meine Güte, diese WM ist ein Ding, ne? Mei. Also in unserem Tippspiel vom Sommerprojekt habe ich so oft, so dermaßen daneben gelegen. Ja, aber die Zufallsmaschine hat schon einige Treffer erreicht. Nun ja, gut. Kommen wir zurück zu den Portalen. Jetzt sieht das Ganze hier nämlich so aus. Wir haben hier verschiedene Farben. Violett, Grün, Blau, Gelb. In dieser Untergruppe, dann haben wir vorne noch groß davor stehen und dahinter die Zahlen 1 bis 4. Das Konstrukt hier bildet also alle Farben, also alle farblichen großen Portale ab von 1 bis 4. Und die hier hinter, das sind auch nochmal die Farben und die Zahlen 1 bis 54 dahinter, die bilden die restlichen Portale ab, die kleinen. Weil ich jetzt aber weiß, dass die Portale ab der Nummer 40 nicht mehr vergeben sind. Ja, ich habe oben mal nachgeschaut, ich habe mir es genau angeschaut und die Portale ab 40 sind alle noch nicht vergeben. Also brauchen wir die auch gar nicht hier drin haben, weil das sind doch sehr viele, die wir jetzt hiermit ausschließen können und dann müssen wir nicht unnötig oft die Zufallsmaschine neu starten. So, und das habe ich dann hier mit dieser Ausschlussliste gemacht und das Ganze funktioniert ganz gut. Ich mache jetzt einen Test. Ja, das zählt nicht. Das zählt nicht. Ist nur ein Test. Klick. Blau 16 wäre es jetzt. Ja. Ja, so. Genug getestet. Ich würde sagen, resetten wir nochmal alles. So. Und nun, welches Portal nach dieser etwas längeren kleinen Pause? welches Portal werden wir heute betreten und was schauen wir uns heute an? Starten wir mal die Zufallsmaschine. Violett 37. So, gehen wir mal zurück ins Spiel.
So, Violett 37. Ich renne jetzt direkt mal hier zu unserem Kollegen. Und dann porten wir uns dahin. So, das ist das hier ist Violett. 37 wäre dann das hier nicht, aber das hier. Deswegen, das ist komisch. Also da steht jetzt 29 bis 54, aber das muss 39 heißen. Das heißt, hier müssen wir hin. So. Hallo. Sieht alle gleich aus. 37. Hier sind wir bei 23. Es wird hier weniger. Da auch. Gehen wir mal rüber. 7 und... noch ein zweiter. Hier auf der Seite. 34. 35. Die sind alle leer. Hat nicht geklappt. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Kein Portal. Mensch. Ja, hier sind ziemlich viele leer, finde ich, ne? Jetzt, wo ich gerade mal so drüber schaue. Hier ist keins gesetzt hier oben. Ja, das ist halt so noch ein bisschen das Problem. Jetzt müsste man hier sagen, okay, Violett ab 16. Auch noch mit in die Ausschlussliste. Das mache ich wohl auch noch. Ich habe es momentan noch etwas grob gehalten. So, ich würde sagen, gehen wir zurück in die Zufallsmaschine und versuchen das Ganze einfach nochmal. So, here we go. Und auf ein neues. Blau 5. Oh, das sieht gut aus. Das könnte eines der älteren Portale sein. Schauen wir mal rein. Gehen wir mal zurück ins Spiel. So, wo ist der Kerl? Pokalmeister. Portalmeister. Senior? Okay. Blau 5. Das ist blau und hier ist irgendwo 5. Es ist gerade ein bisschen laggy irgendwie. Irgendwas ist hier gerade laggy. Lag. Ja, schreiben wir alle. Oh, hi. Krass. So, hier ist mein Portal. 1, 2, 3, 4, 5. Matthias 700. What? Was soll das denn? Ich meine, Oh, wieder gelaggt. So, jetzt Matthias 700. Da gehen wir jetzt mal hin. Ich weiß nicht, ob wir da schon waren. Matthias 700. Kommt mir das bekannt vor? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es jetzt nicht. Gucken wir es uns einfach mal an. Ja, hier waren wir schon. Hier waren wir schon. Das heißt, den können wir austragen aus der Liste. Hat sich denn groß was geändert, wo wir gerade dabei sind, ne? Auf den ersten Blick sieht man hier zumindest jetzt keine großen Änderungen. Ja. Vielleicht da hinten noch ein bisschen. Aber das lassen wir jetzt mal. Hier waren wir schon. Also wieder zurück und noch einmal die Zufallsmaschine bemühen. So, Blau 5 war es also nicht. Neuer Versuch. Gelb 39. Gelb 39, das klingt nicht sehr vielversprechend, würde ich sagen. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob dieses Konzept so gut aufgeht. So, gehen wir mal zurück ins Spiel. So, Gelb 39 ist auch nicht da. Oh, okay, und weiter geht's. Ich meine, was soll's, ne? Ich meine, einfach weitermachen. Bis wir ein Portal gefunden haben. So, nächster. Gelb 39 klappt nicht. Also, was kriegen wir jetzt? Blau 9. Okay, Blau 9 klingt gut. Das klingt gut. So, wollen wir denn hier den Portalmeister hier vorne mit hin? So, Blau 9. Die sind alle ganz gut belegt hier. 12, jetzt bin ich zu weit. Jetzt bin ich zu weit gegangen. Eieiei, Portal 9, Unknown Sascha. Kommt mir, oh Mann, kommt so bekannt vor. Mensch, das gibt's doch alles nicht. Ja, ne. War ich hier? Waren wir hier? Auf den ersten Blick hätte ich jetzt gesagt, ja, aber kommt mir nicht so bekannt vor gerade, ne? Vielleicht, der Name kam mir bekannt vor, auf jeden Fall. Okay. Was haben wir hier? Anlegestelle Holzfort. Ford.
Ja, schon. Karte ein bisschen ausgeweitet nach unten. Mhm. So, okay. So sieht das hier so aus. Also ganz ehrlich, kommt mir nicht bekannt vor. Kommt mir nicht bekannt vor. Ein nettes kleines Bütchen. Okay. Aber was ihr so im Hintergrund so rauschen hört, das ist einfach der Lüfter vom Rechner. Bei den Temperaturen hier, die gerade hier in diesem Büro herrschen, oh, ich weiß nicht, wie heiß es gerade ist, aber ich hatte mir ein Glas mit Eiswürfeln voll gemacht und ein Getränk und es ist mittlerweile schon alles weggeschmolzen. Wieso guckst du eigentlich? Ich meine, kleine Spannerkuh. Was sind denn das für kleine Zimmerchen? Aber ich finde es schön hier, ne? Dass man sich hier so hinsetzen kann und ans Lagerfeuer. Gemütlich in so einem Holzfond. Ah, okay. Auch kein Innenausstatter. Hier geht's ein bisschen hoch. Und es regnet ja schon wieder. My liver, ne? Es hat doch eben erst geregnet. Was stimmt denn nicht mit Adania? Ah, kann ich drauf zugreifen, natürlich nicht. Schöne Aussicht, ne? Ich finde die Mauern hier so an der Seite, finde ich, ein bisschen hoch irgendwie. Man sieht gar nichts, ne? So, ist ein bisschen schade. Aber von der Optik her? Also, mir gefällt das ja eigentlich ganz gut, ne? Nettes, kleines Vor. Und ich bin mal gespannt, wie weit es noch da hinten rüber geht. Hier geht's auch noch rüber, ne? Oh, hier kommen wir jetzt zum Schneebiom. Und das Gute an dem Biom hier ist wenigstens, es ist etwas leiser. Es prasselt nicht so arg. Ach, benutzen wir doch direkt meinen Grundstücksprüfer. Unknown Sascha, ja. Es kommt mir immer noch sehr bekannt vor. Zumindest der Name kommt mir sehr bekannt vor. Also, aber das hier mit dem Vor kommt mir jetzt gar nicht bekannt vor. Das sieht irgendwie so aus, wie ich noch nie gewesen. Oder er hat ordentlich gearbeitet. Und es sieht jetzt ganz anders aus. So oder so, das ist für heute unser Grundstück. Das schauen wir uns an. In aller Ruhe Corby Island. Geht's hier lang. Da geht's zum Garten. Nee, ich meine, so. Da müssen wir uns eine Lore mitbringen. Ja? Dürfen wir wahrscheinlich auch nicht platzieren. Na gut. Sascha Schloss. Ja, okay. Da kommt noch was hin. Oh, das mit dem nur aus Holz finde ich schon gut. Das hat echt was. Okay. Wo geht's denn dahin? Also so tief ist das hier und das hier führt durchs Wasser durch. Nach unten. Ha, verdammt, ne? Müssen wir mal gucken gehen. Ja, da müssen wir runter. Müssen wir gucken. Na, komm schon. Habe ich eigentlich noch eine Fackel? Ja. Nehmen wir die mal in die Hand. Dann seht ihr da auch ein bisschen mehr. Weil es ist ja immer doch recht dunkel hier, ne? Auch wenn es regnet. Das klingt nicht gut. Das klingt nach bösen Reitern. Okay. Hier raus? Okay, raus ist ja nicht. Was sind wir denn jetzt? Holla. Jetzt haben wir das Fort aber gut hinter uns gelassen. Tja, gehen wir weiter. Immer mal checken. Ja, geht noch. Oh, weiter runter, aber wir gucken erstmal hier. Da geht's wieder hoch. Ist das verwirrend? Wow. Ach. Oh. Dann wurde jetzt aus dem Vor wurde jetzt ein Schloss. Ich glaube, hier ist noch nicht so ganz fertig. Gerade wenn man sowas noch an den Wänden findet, meistens ein Indiz dafür, dass hier noch jemand schwer am Bauen ist. Okay. Das Grundstück geht wohl noch ein kleines bisschen weiter. Oh, ein Häuschen. Das hier ist noch alles an unserer Sascha. Gucken wir uns das hier mal von außen an.
Wow, sieht gut aus. Schön, die Form gefällt mir gut. Richtig schick. Türme, okay. Auf den ersten Blick ein kleines bisschen langweilig, weil sie einfach nur... Ja, da fehlt vielleicht ein bisschen Struktur, aber auf den zweiten Blick würde ich sagen, passt das ziemlich gut. Wobei, man müsste sie, glaube ich, hier absägen. Die sind ein bisschen hoch im Verhältnis zum Rest. Oder hier sogar noch absägen. Schick, was für ein Bauwerk, ne? Okay, gehen wir mal da ins Haus rein. Gehört das überhaupt noch dazu? Müsste eigentlich. Das sieht so dazugehörig aus. Was ist denn? Was ist denn das da oben? Oh, wie wahnsinnig gut das aussieht, ne? So kommt aus dem Nichts heraus. Ganz mysteriös, macht hier so einen Schlenker und verschwindet dort wieder im Nichts. Wow. Ja. Ist das hier, was ist das? Oh. 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 Freaky. Schön. Das alles hier kann man dann von hier aus mit der Lore beschauen. Ah. Hat er mich entdeckt? Nein, doch. Schnell weg. Nein, hör auf. Wo ist er? So. Was steht denn hier? Gar nichts. Doch. Worum weh? Broni. Haben hier Leute wieder ihr Sommerhäuschen? Foxeladi wohnt hier. Schauen wir mal rein, wie Fox so wohnt. Spärlich. Spärlich. Mal wieder zu. Soll ja nicht kalt werden. Ach, das ist... Wow. Meine Güte. Das ist eine ganze Stadt oben in den Wolken. Ja? Wow. Kommt man da irgendwie hin oder gehört das überhaupt dazu? Gut, hier sind jetzt ein paar Mobs und viel Gewitter. Oh, was haben wir hier? Kleinstadt erledigt, Unterwassergebiet, fliegende Inseln, das ist das wohl, Sky. Ah, Pixel Art, Epic Skydive. Aha. Oh. Steckt richtig Planung dahinter. Wie man da wohl hochkommt. Eventuell ist da hinten ein Portal oder so. Weiß noch nicht. Was haben wir hier? Ach, das. Yay, es gibt eine Lore. Wir können rumfahren. Machen wir direkt mal. Das hier ist wahrscheinlich ein anderes Portal. Keine Ahnung. Mal checken. Nee. Kommen wir hier irgendwo hin? Nein. Spendentafel. Aha, aha, aha. Okay. Kann man denn hier irgendwas spenden? Nö. Kann man hier irgendwas reinwerfen? Aber wir haben hier die Lore und damit fahren wir jetzt ein kleines bisschen rum. So. Sind wir langsam. Na, komm schon. Auf. Oh, da vorne haben wir kleine Power Rail. Jetzt geht's los. Yay. Pilusch, da wohnt Pilusch. Schau an. So, rein hier. Ui. Hier ist dann sowas wie eine kleine Taverne. Dieses Gedonnere. Huch, huch. Na. Ja, schön gemütlich. Autsch. What the? Huch. Okay, okay. Das geht mir alles ein bisschen schnell. Ah, jetzt mal hier. Ah, jetzt kommen wir hier rüber. Hallo.
Ah, okay. Ich werde immer langsamer. Ich muss jetzt mal ein bisschen Gas geben. Wieso bin ich so langsam? Mehr Power Rails. Ja, ja, geh weg. Oh, nee, geh du auch weg. Nein, geh weg. Ui, wir steigen auf. Wuhu. Ist das cool? Ich habe keine Ahnung, was ich hier wieder... Oh, wow, holy. Das ist doch... Oh mein Gott. Und dieses Gedonner. Ach, wieder schön langsam. Bisschen entspannen. Und jetzt geht's wieder ab, oder? Ich habe das Gefühl, dass man durch den Donner diese Rails gar nicht mehr hört. Oh, wo geht's jetzt? Wo geht's jetzt hier? Ich meine, what the... Wow, ist das gut gemacht. Holla. Und hier kann man sich dann entscheiden, wo man hin will, oder? Und jetzt sind wir unter Wasser? Huch. Wow. Also ist schon ein bisschen merkwürdig, dass man die Rails überhaupt nicht mehr hört. Ein bisschen befremdlich, aber ist okay. So nervt es wenigstens nicht. Bleibt nur das Gewitter, was ein bisschen nervt. Jetzt sind wir hier auch noch in der Höhle drin. Wow. Also das ist, ich glaube, die coolste Achterbahn, die ich in Minecraft je gesehen habe. Hilfe. Wohin muss ich mich drehen? Das ist manchmal echt die Frage. Okay. Hier wieder schön langsam. Bisschen Lava durch. Aber ist schön, man kann sich ganz entspannt hier eigentlich zurücklehnen. Ich nehme mal ein Getränk in die Hand mit den letzten bisschen Fitzeln Eiswürfeln. Oh. Was? Mit dem Spawner? Oh, herrlich. Schön kühl. Wo? Runter? Links? Rechts? Da? Ich glaube, jetzt geht's hier weiter. Jetzt musste ich gerade selbst einen kleinen Schub geben. Langsam, aber sicher nähern wir uns. Oh, die Power Rails. Endlich. Oh, okay, hoch. Ich meine, man kann sich gar nicht hier umsehen. Wie cool ist das denn, ne? Oh, jetzt sieht, kann man es mal gucken. Wow. Wie cool ist denn dies? Ah, oh. Es hat aufgehört. Das Gewitter hat aufgehört. Und jetzt ist es wirklich komisch, dass man die Rails nicht hört. Ah, das ist doch da. Was war das denn? Ich meine, hä? Wo? Was? Hilfe! Ach, wir fahren jetzt hoch auf diese fliegenden Inseln. Wow. Oder? Ja, ne? Das sind die doch, ja. Wahnsinn. Ist das mal cool. Portal, huch! Das war so ein kleiner Erschrecker. Man sieht die Gleise hinten und man fällt aber trotzdem irgendwie in so ein Loch runter. Das ist witzig. Okay, das ist Portal Blau 9, ja? Für diejenigen, die das hier auch mal ausprobieren wollen. Es ist super. Am Arsch? Was? Ich falle hier wieder irgendwo runter. Yay. Ah, diesmal hat's geklappt. Ein bisschen umsehen noch. Ich meine,
Das geht so schnell. Okay. Krass. Das geht echt bis ganz nach oben. Boah, was ist denn das da hinten für ein blauer, für ein roter Ball? Blau. Dun dun. Jetzt haben wir noch Sounduntermalung. Was? Das ist ja witzig. Hey! Wieso bekomme ich immer so ein kleines bisschen Aua? Ah, ich glaube, das macht ja nicht viel, ne? Immer diese kleinen Schläge, die es mal zwischendurch gibt, die ziehen nicht mal ein bisschen Herz ab oder so. Okay, wow, krass. Das sind Planeten und das ist die Sonne. Oh, jetzt geht's ganz rauf langsam, ha? Moment, oh, oh. ja, dann hierher. Ach, jetzt geht's da hinten her. Krass. Das hört echt nicht mehr auf. Jetzt führt's uns wahrscheinlich hinten einmal zu dem Planeten. Zu dieser schönen großen Sonne. Dann muss uns das ja auch irgendwann wieder nach unten bringen. Ich komm teilweise gar nicht mehr mit, in welche Richtung ich mich überhaupt noch drehen soll. Weil ich möchte schon sehen, wie die Gleise hier gebaut sind, wie das hier gemacht ist. Ist ja schon interessant. Also nicht wundern, dass ich manchmal so ein bisschen hektisch hin und her schwenke. So, hier geht's her. Jetzt sind wir hoch. Wie lange? Wie lange hat es gedauert, das Ding hier zu bauen? Das würde ich gerne mal wissen. Oi. Krass. Jetzt fahren wir in den Schneemann hoch. Bis da vorne hin wahrscheinlich und dann geht's runter. Boah, ist das krass. Schauen wir uns mal noch so ein bisschen um von hier oben. Man sieht ja nicht ganz so viel, wenn man gerade runterguckt. Also ein bisschen so in die Ferne hier. Wow. Jetzt sind wir über den Sternen und jetzt geht's runter. Man kann leider nicht runtergucken, wo wir landen. Punktlandung. Bin mir nicht sicher, ich vermute hier in die Richtung. Passt's? Ja, und wieder in die Richtung. Ah, hier musste ich jetzt jedes Mal selbst noch ein bisschen Gas nachgeben. Oh, krass. Oh, das ist das Haus aus dem Film oben. Jetzt sind wir in dem Haus vom Film oben. Das muss doch Ewigkeiten gedauert haben. Aber wie cool sind denn diese Ideen hier? Wie cool ist denn das hier gemacht? Das ist ja der absolute Wahnsinn. Das war das, was wir eben von unten gesehen hatten. Oh, da geht's nochmal. Jetzt geht's nochmal richtig hoch. Oh, wow. Da unten, die Bildchen. So. Was kann denn da noch alles kommen? Also ich meine, wir haben da jetzt... Ich habe jetzt alles gesehen, ich weiß auch nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt noch... vielleicht kommt jetzt noch der große Fall oder so. Einmal nochmal richtig bis zum Boden runterfallen. Das ist echt super. Bisschen tonlos. Ich meine. Jetzt geht's los. Und wir fallen. Ja, der große Fall. Oh mein Gott, wir fallen in Minecart. Jetzt können wir nochmal alles sehen. Wahnsinn. Punktlandung. Vielen Dank fürs Mitfahren. Ausstieg. Oh Mann, war das toll. Wenn man hier drüber, wird es wieder eingesammelt. An den geht's weiter. Boah, war das gut. War das gut, Mensch. Das, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Fantastisch, fantastisch gemacht.
Ah, Sandu, Coaster, wieso haben hier die Admins alle so ein kleines Häuschen? Sanami, Umwax hat auch ein Häuschen. Und die sehen ja alle gleich aus, also ist jetzt von innen, ne, immer nur so ganz sporadisch. Aber wow, also das Ding hier, ne, diese Achterbahn ist also die beste, die ich je erlebt habe in Minecraft, muss ich echt sagen. Das ist ja fantastisch. Ich glaub, allein mit der Achterbahn, da könnte man ein Special draus machen. Ja? Das ist Wahnsinn. Die mal ablaufen, sich die Sachen mal im Detail anschauen. Teilweise ist man ja einfach ein bisschen schnell unterwegs mit der Lore und sieht das nicht so gut. Aber wow, also ich bin jetzt echt geflasht. Super, super Ding. Meine Hüte, ne? Unknown Sascha. Meine Hochachtung. Ich schätze mal, es werden mehrere Leute gebaut haben. Also wirklich meine Hochachtung, ne? Wow, jetzt schauen wir uns das Häuschen da vorne nochmal an und ich glaube, dann haben wir die Folgenlänge auch dicke erreicht. So, das sieht nämlich auch schön aus. Hatte ich eben von da oben nämlich gesehen und fand das hier eigentlich richtig schön. Gefällt mir gut. Auch hier, ja, mit dem, was das Andi sieht, ja, das gefällt mir. Jetzt, wo ich das so sehe, huch, ich meine, irgendwo runterfallen. Ich habe Lava gehört. Wär doof. Ich habe nämlich 46 XP-Level. Also ich finde das Haus, finde ich ziemlich gut gemacht. Ist jetzt nichts Neues mit dem Überstand hier. Aber was für mich neu ist, ist jetzt hier das Material hier oben einfach an diese zu benutzen. Als, ich sag mal, Weißersatz. Für gewöhnlich käme da wohl Wolle hin oder mittlerweile Concrete. Weil es eine schönere Textur hat. Schönes Haus, gefällt mir. Wie sieht es eigentlich von innen aus? Man hier irgendwo. Also nicht. Ui, ach ja. Und schau an! Sagittarius wohnt hier. Ja, nee. So, gucken wir mal rein. Kein guter Innenausstatter. Mensch, Männers, ich muss ehrlich sagen, hier, wenn ihr doch schon sowas hier aufbaut, dann ein bisschen Innenausstattung. Zur Not fragt Caro um Rat. Die kann euch noch helfen. Oder geht einfach mal bei Caro vorbei und schaut da. Die hat auch ganz viele Ideen. So, okay, hier ist nichts drin. Gehen wir wieder raus. Und zum... Oh, in diesem riesigen Haus verlaufen. So, zumachen. Wahnsinn! Diese Achterbahn, Wahnsinn! Oh, ich bin auch total gehypt, ne? Wahnsinn. Merkt man vielleicht noch. Schauen wir noch mal hier so ein bisschen rein. Hier ist auch noch nicht viel fertig. Das Grundstück ist eventuell noch viel größer als das, was wir jetzt gesehen haben. Aber die Achterbahn hat viel Zeit jetzt in Anspruch genommen und irgendwann muss ich auch mal eine Folge beenden. Sollte ich hier ja mal wieder irgendetwas übersehen haben, irgendwas, was richtig großartig ist und was ich unbedingt mir noch anschauen soll, also noch so eine Bahn hier oben oder so, sagt mir Bescheid und ich komme sehr, sehr gerne wieder. Ja. So. Boah, was für eine Tour, was für eine Tour, was für eine Fahrt, ne? Dann würde ich sagen, für heute war's das. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut. Bis dahin. Ciao.